Hallo Leute, ich bin Manuel und willkommen zu einer weiteren Folge von Bill Web. Ja Leute, ihr seht, mein Team schläft außer den einen, den John. Ich habe dann ein paar Liegen gemacht und ihr seht, es sieht ein bisschen anders aus. Der Grund ist folgendes. Ich wollte etwas testen und das hat funktioniert. Ihr seht, also ich habe jetzt drin 98 Pilze. Ich verschwende jetzt nur einen, der arbeitet. Der Rest sind bei mir Sammler. Allerdings, heute will ich etwas Neues testen. Und zwar, ich habe dem gerade gesagt, der soll mir Waffen, primäre Waffen, forschen, denn heute werden wir auf der Jagd gehen. Um zu jagen braucht man ziemlich viel noch, also erstmal die Alarmen dann zu machen und dann die auf die Jagd schicken. Plus wir müssen noch ein Holz machen, also Brennholz, damit das Fleisch auch verarbeitet sein kann. Ich hoffe, dass das Ganze auch klappt, also mit dem Fleisch, weil ich habe offscreen getestet und was ich auch mache. Es ist so, es wird irgendwann mal Winter kommen. Was ich auch mache, es funktioniert nicht. Ich habe mit der Zähmung versucht. Funktioniert nicht. Ich habe mit der Jagen versucht. Funktioniert zwar, aber nur zur Hälfte. Denn diese Idioten, die schaffen irgendwie zu verhungern. Also die bleiben irgendwie stecken und schaffen das zu verhungern. Jetzt habe ich mir gedacht, also wenn die Zähmung nicht funktioniert und die Jagd nur zur Hälfte, denn Leute, es ist so. Ihr werdet nicht glauben, aber die Schafe hier geben kein Fleisch. Also ich habe ein paar Schärfe umgelitten, denn die sind sozusagen im leichten Ziel, besonders mit einem Speer, also mit einem Speer, mit einem primitiven Waffen. So, jetzt habe ich das zum Sammeln gegeben. Allerdings, Leute, diese Idioten laufen hier immer durch und bleiben stecken. Da zum Beispiel den John. Der ist der höchste Jedi, den ich kenne. Der bleibt immer stecken. So, der Speer. Was ist mit dem Speer? Ist der jetzt erforscht? Ja. Dann bin ich hier. Landwirtschaft funktioniert auch nicht. Könnte daran liegen, dass wir jetzt schon. Ja, Sommer haben. Knapp. Und bis wir das Ganze gebaut haben und so, dann wird es halt zu spät sein. Dann wächst eh nichts mehr. Deswegen, Leute, versuchen wir jetzt mit der Jagd. Schon da. Wer ist nicht da? Die Barbara, die ist jetzt stecken geblieben, ne? Oh mein Gott. Also, die machen mich schon wahnsinnig, die Leute. Dann Leute, was habe ich noch aufs herausgefunden? Also es ist so. Wir haben doch hier im Winter, also es wird alles weiß hier. Wird Schnee geben, das heißt wir müssen auch langsam zum zum Häuser kommen. Ja, also wir müssen Häuser machen. Ich hoffe, dass die auch mal Essen reinbringen und so weiter, weiterhin. Aber auch weiterhin nicht drauf gehen und nicht stecken bleiben. Verdammt.
So, was machst du? Du machst weiter, sehr gut. Der macht weiter. Ich wollte eigentlich nur, dass der eine arbeitet, aber da jetzt die eine stecken geblieben ist. Nee, die ist jetzt draußen, ne? Karin ist da, Josef läuft da. Und John, okay. Die sind alle da, also zwei arbeiten, aber die, das muss jetzt sein, also ich muss kurze Zeit mal die zum Arbeiten zwingen. Ich glaube, die hat es jetzt auch geschafft. Ja, Materialienverarbeitung. Das mach ich später. Zähmung, das ist jetzt, also wir machen mal Architektur für nächste Folge. Jetzt erstmal, ja, mein Spiel. John, bist du da? Du bist da. Du bist da. Lüg mich nicht an. Rüstest du dich mit dem Speer auf? Jetzt schicke ich dich zum Jagen. Nee, warte. Noch nicht. Weil, wenn ich auf Jagd gehe, gehen sie alle. Und die haben keine Speere. Müssen erstmal alle Speere haben. So, ich gehe mal aber da oben mit einem riesen Kuppel und gehe denen sagen, die sollen jetzt erstmal viel zusammen. Wobei, wo ich nicht war. Hier zum Beispiel, ne? Wo ich vielleicht die Pilze übersehen habe. Sollen sie so richtig mal Pilze sammeln, weil wir brauchen erstmal Essen. Ich hasse eine Sache, Leute. Die Nachkommen mir viel zu. Darf ich sie mal ausschalten, wenn ich überhaupt das darf? John hat jetzt Spier. Hier haben wir noch ein Spier. Aber da warten wir bis morgen. Dann geben wir dem nächsten Spieler den Josef. Wie gesagt, also das ist das hier, das neue Start, weil ich das Ganze versucht habe, um zu gucken, wie funktioniert es am besten. Also einem Sammler loszuschicken. Erstens, ich habe das Gefühl, dass bei den Siedlern, egal ob man das ausschaltet oder nicht, das funktioniert nicht so. Zweitens, einer wird es nicht schaffen. Weil der bringt ab und an mal Holz, ab und an mal Essen. Was wir allerdings brauchen, ist das Essen. Deswegen schicke ich immer mehrere zum Sammeln. Und nur einer zum Arbeiten. Jetzt arbeiten halt zwei, weil die machen jetzt Tiere. So, Josef. Josef. Staub. Mal das Spiel. So, jetzt hat er auch den Spiel. Jetzt bin ich gespannt. Also Leute, jetzt müssen wir langsam, wenn das mit den Spielen fertig ist, dann müssen wir zum Lagerfeuer. Und dann halten Feuer. Holz. Wir schauen mal, was wir überhaupt. Also ihr seht, da bringen wir meistens nur Holz und keine Pilze. Deswegen gehen am besten mehrere, weil einer von den dreien, oder wenn wir Glück haben, zwei von den dreien bringen immer Pilze. Karin? Ich hab hier einen. Habt ihr ein Spiel? Ja, jetzt bleibt nur noch ein Spiel.
So, ja, da gibt's noch einen Drop, dass sie die Steine kloppen. Ich weiß nicht, ob das klappt jetzt, Leute, aber wir versuchen das. Gartenweg. Ich weiß nicht, ob das klappt. Also die Größe ist egal, Leute, wobei es bleibt immer 100 mal 100. So, zum Beispiel 100 Erdbeeren, 100 so, jetzt gibt's, nämlich jetzt sind die meistens eigentlich die geschützten, ne? So, ich meine, mit dem Speer. Jetzt warten wir bis zum Morgens. Die sind 36 nur draußen, ne? Die gesammelten, also die in den Kisten. Ups. Bitte morgen. Ich hasse die Dunkelheit. So, ich glaube, wir haben alle vier Speere gemacht. Yep. Das heißt, Karen und Barbara hatte kein Speer, ne? Barbara rüstet dich. Und hatte die Rüstung. Wartet mal. Auf Rüstung. Nee. Sie hat keine Spirnin. So, jetzt gehe ich zum Jagd. Jetzt stoppen wir und suchen jetzt uns Hirsche. Weil die Schafe, die geben kein Fleisch. Also entweder hatte ich so ein viel Glück, dass die da keinen Fleisch gegeben haben. Ja, ich weiß, ich habe hier Pilze gesehen, deswegen habe ich umgerüstet. Aber das Problem ist, ich sehe hier rein gar nichts wegen diesen blöden Bäumen. Wir brauchen einen Hirsch. Es gibt auch noch Wölfe. Allerdings, die sind ein bisschen zu stark, glaube ich, für unsere Speere. So. Doch, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier keine kein Wild sehe, also diese Schafe. Aber wie gesagt, die Schafe, die sind für uns relevant. Wir brauchen Hirsch. War hier. Oh, sorry Leute. Ich suche jetzt Hirsch. Also die Schafe sind hier viele Leute, aber ich brauche Hirsch. Hier sind Schafe, wo sind da Hirsche? Also ich hatte das kein Glück halt mit den Schafen, mit dem Fleisch. Hab gedacht, okay, weil Schafe haben nur Leder, hieß Hirsch. Die haben nur das Leder gegeben. Nein, Hirsch haben wir. Ob ich jetzt noch ein Hirsch finde? Und Hirschfleisch mit Pilzen.
Das schmeckt doch. Okay, ich werde jetzt sie aber nicht aufteilen, beziehungsweise nicht sagen, hier John ist unser Jäger, der wird nur jagen, das bringt nichts. Das funktioniert irgendwie noch nicht so, wie ich gerne hätte. So. So, jetzt brauchen wir noch mehr Hirsche. Und ich hoffe, es klappt. So, jetzt lassen wir mal laufen. Wir haben einen Hirsch gefunden. Und sammeln sind jetzt ziemlich viele hier. Pilze. Noch ein Hirsch finde, das wäre toll. Da noch ein Hirsch. Ich muss mir auch merken, wie viel Hirsche ich da gemacht habe, denn wenn wir das wenn wir dann sagen, ja, hier Fleisch verarbeiten, wie viel dann Hirsche verarbeiten sein müssen. Also wir haben bis jetzt zwei Hirsche entdeckt. Der Rest waren, ja, Pilzen. Den Wolf, den lasse ich erstmal. Der hier auch irgendwo rumeiert. Also es wäre schön, wenn es Platz gäbe, wo zum Beispiel Hirsche rumgelaufen, wo dann die Schafe rumlaufen und sie einfach leichter zu finden wären. Also ich habe bis jetzt nur zwei und ich habe gerade die ganze Map hier durchgesucht. Nimm nochmal was. Also wenn ich von oben sehe, sehe ich noch weniger. Da sehe ich nur Bäume. Oder es wäre schön, wenn man die Bäume ausschalten. So, damit man die sieht. So, wir haben jetzt nachts. Okay. So Leute, was machen wir als nächstes? Wir lassen sie ausschlafen und dann bauen wir Feuer. Dann bauen wir Feuerstelle und sagen, zwei Hirsche zu verarbeiten. Das heißt, wenn die sie erledigen, bringen sie es her. Die verarbeiten dann das Ganze zum Fleisch, hoffe ich, und viel Fleisch. Ich hoffe, so ein Hirsch bringt so 10 Fleisch, dann hätten wir gekocht und dann plus 10 nochmal drauf und so weiter. Das wäre echt super, weil es ist halt so ein Hirsch zu finden und zu jagen, das ist wirklich echt anstrengend. Und wenn wir noch dazu wenig Hirsche fangen. So, wir haben jetzt zwei, ne? Das heißt hier Hirschgeweih, Hirschkadaver, hier zwei Stück. Wenn die dann den fangen. So, hier habe ich jetzt zum Bauen. Die gehen sammeln. Entschuldigung. So, wir brauchen noch Lagerfeuer. Das ist aber für später. Lagerfeuer. Wenn der hier da ist. Die können wir dann ein bisschen Brennholz machen, so drei Stück. So. Jetzt bin ich gespannt, ob jemand überhaupt jagen geht. Ich gehe mal. Sagen wir so, ich gehe mal Hirsche suchen. Desto mehr Hirsche wir haben, also im Ziel haben, ich hoffe, desto schneller wir zum Fleisch kommen. Da. Da war doch was. Oh, sorry. Da habe ich doch gesehen.
Jan Arlau. Ja gut. Ich hoffe, dass die jetzt blöden Bäume echt jetzt. Hier wird dann gezeigt, dass einer unserer Leute mit denen kämpfen. Aber die wollen wohl nicht jagen. Hier ist ja auch kein mehr. Und wieder ist die Nacht. Was ich ziemlich kacke finde. So, wieder hier. So. Wir haben jetzt folgendes. Wir haben 23 Pilze draußen. Hier sind 23 Pilze drinnen. Ne? 70, 92, ja. Aber Holz seht ihr, Holz ist viel weniger als hier angezeigt. Das heißt, das zählt mit dem, was draußen ist. Wie sieht's aus? Welche Steine? Oh ja. So, hier. So, wo bist du, Johnny? Und Johnny, aufwachen. Ich weiß auch nicht, wenn die so Pilze sammeln, sammeln sie ab und zu mal Holz. Ich weiß auch nicht, warum, Leute. Ich erklär, wer will. Wobei ich gehen auf Nahrung suche und nicht auf Holzhacken. So, wir gehen mal noch mehr nach Hirschen Ausschau halten. Diese Bäume, die machen mich Wahnsinn. Vielleicht auf der anderen Seite hier schon. Hirsch, bist du da? Kann ich dich töten? Nee, aber es gibt hier Kohle. Ohne Ende. Ruhe. Hirsch wäre auch mir ziemlich lieb. Wenn der Hirsch auch hier wäre. Hirschlein in dem Wald. Komm mal raus. Es macht dich kalt. Hirschlein in dem Wald. Komm mal raus, ich mach dich kalt. Sprat dein Fleisch, ich mag's nicht froh. Das wird lecker schmecken. Dann bin ich froh. Okay, ich höre auch schon zu reimen. Ja. Leute, ich glaube, es wird Zeit, mich von euch zu verabschieden. Denn wie gesagt, also ich habe jetzt gesagt, dass die jagen sollen. Ich habe jetzt auch gestellt auf zwei Ziele, aber die haben irgendwie keine Lust. So, das mache ich, das mache ich. Wobei, einfach ein Gerät, da braucht man Fleisch.
gekochtes Gemüse, gekochtes Fleisch, zweimal. Ich weiß allerdings nicht, wie viel Fleisch wir von einem Hirsch bekommen. Wenn wir überhaupt etwas bekommen, Leute. Wie gesagt, also. Da muss man Glück haben. So, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr wisst, was zu tun ist, bis zum nächsten Mal. Eure Lone Wolf, haut rein. Ciao.